Zur Lehrerin. Meine Sprachfehler sind ja. Das ist ja bodenlos zurzeit. Es gibt kein Intro diese Folge. Tja. Weil der ein oder andere von euch wahrscheinlich darüber gelacht haben wird, dass ich den nächsten Sprachfehler hatte, gibt es diese Folge kein Intro. Ist so, wie es ist. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich bin mittlerweile ein bisschen geschädigt vom Spiel, ihr merkt's. Ich muss so ein hohes Maß an Concentration hier aufbringen. Weil ich bin nicht so gut in solchen Zusammenhängen von Puzzles, dass ich die schnell rausbekomme. Hier ist noch unsere Chimera von der letzten Folge drin, das weiß ich. Ja, hab mich gern. Hab mich gern. Ist eh die letzte, glaube ich, die hier noch lebt in dem Bereich, sonst haben wir echt alles aufgeräumt. Hier ist aber auch nichts drinnen. Ich habe jetzt diese Treibstoffkapsel, aber gibt es hier irgendwo... Hier dampft so verdächtig, als würde man hier den Treibstoff bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich verstehe es nicht. Ich spreche hier eh schon alles an, weil man manchmal auch von der Kameraeinsicht überhaupt nicht sehen kann. Was denn hier alles so ist? Der Treibstoff ist leer. Also wir haben in dieser Treibstoffkanister hier, in der Treibstoffkapsel ist ja nichts. Ich gucke mir die jetzt noch an. Sie ist leer. Ja, danke. Und wo kriege ich den Treibstoff her? Hier ist doch noch irgendein Gerät, oder nicht? Ne? Okay. Dann gehen wir weiter. Also zurück. Hier schnell der Chimera ausgewichen, wenn sie denn Bock hat. Ne, diesmal mag sie gar nicht. Guck. Diesmal mag sie nicht. Ich verstehe nicht ganz. Irgendwo habe ich übersehen, dass ich dieses Zeug befüllen kann. Ach, guck mal. Ja, ich hab's gesehen. Hier hätte man theoretisch abkürzen können. Und dann ist der Weg kürzer. Also wir greifen jetzt hier auch keine Chimeras mehr an. Ja, zirp du nur rum. Oder ist das hier... Nee, das ist hier nicht. Irgendwo kriegen wir hier... Bitte lass mich hoch. Kriegen wir hier Treibstoff. Also irgendwo in diesem Labor. Und das muss ich halt finden. Und es wird dauern. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hier haben wir eine Chimera getötet. Gegengifte. Gegengifte. Das haben wir schon gemacht. Hier haben wir noch einen Taser, den habe ich übersehen. Gut, dass wir nochmal hergekommen sind. Hier kann man nochmal schieben. Was ist das hier? Nichts, hier kann man hoch. Und hier kann man durch. Da ist aber auch noch eine Tür. Die merken wir uns. Jetzt sind wir wieder hier gelandet.
Wir sind im Startraum. Das ist die Eingangstür. Das kann man hier alles verbinden miteinander. Krass. Also das ist Ausgang. Da geht's durch, da geht's durch. Aber hier ist nirgends... Also, außer ich übersehe wieder was Heftiges. Da bringt's mir nichts. Da bringt's mir auch nichts. Wenn ich hier hochgehe, ich kann nochmal da zurück. Ich gehe nochmal hier zurück. Hier ist nichts. Hier ist nichts, dann gehen wir da zurück. Da ist eine Chimera, muss ich aufpassen. Da kann man nur hochgehen. Ich wüsste auch nicht, warum es jetzt hier in so einem Raum Treibstoff geben sollte. Aber ich habe hier schon die diversesten Sachen gesehen. Boah, es ist so dermaßen warm. Ich wässer hier vor mich hin. Ultra eigenartig. Muss ich schon sagen. Dass es hier auch nichts gibt. Da sind Leichen, da ist nichts, da ist nichts. Da sind Waschbecken. Ich habe mal wieder so einen kleinen Hänger. Ich meine, es ist lange her, deswegen eigentlich gut, dass es so lange her ist, dass ich einen Hänger hatte. Aber... ich finde gerade nicht... ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Wir verlassen jetzt mal den Raum hier. Hier ist doch so ein Eimer. Kriege ich da nicht irgendwie was? Nein? Nein, okay. Noch einmal gucken. Ich traue dem Spiel nicht mehr, Leute. Ich traue ihm überhaupt nicht. Okay, also hier gibt's nichts. Ich wollte gerade sagen, du, wenn du jetzt aufstehst und zum Crimson Head wirst, bin ich sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Da war eine Tür, da war eine Tür. Wir gehen mal hier durch. Die große gehen wir jetzt noch auf gar keinen Fall durch, weil ich Angst habe, was dahinter lauert, wenn da schon drei so Dinger sind. Ich erinnere an den Tyrant, der noch kommen soll. Ich höre jetzt hier neuerdings auch Chimeras. Hier gibt's nichts. Darin ist eine klare Flüssigkeit. Oh, schade. Hier kriegen wir es. Was war das für ein Geräusch von mir übrigens, by the way? Aber ich habe mich so gefreut. Eine Nitro-Verbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Oh. Leute, ich darf nicht laufen. Ich darf nicht schießen. Und ein bis zwei Gegner auf dem Weg bis zu dem Ort, wo wir das einsetzen, haben wir noch. Ich will noch nicht mal irgendwas anrempeln oder so. Ach du Scheiße. Ich laufe nicht. Wir werden gleich auf eine Chimera treffen. Ich kann leider nur gehen. Ich kann nicht laufen, ich kann nur gehen. Boah, ich kann ja gar nichts machen. Scheiße.
Naja, wenn wir Glück haben, gibt uns die Chimera ein, zwei Hits und haut dann wieder nach oben ab. Also, das ist der Raum, wo die Chimera drin ist. Nein, ist es gar nicht. Das kommt jetzt gleich. Mein Finger ist weg vom Lauf, von der Lauftaste. Der ist wirklich komplett... Würde ich ihn gerade abnehmen können, würde ich ihn abnehmen. Ich bin die letzten Folgen sehr nervös, ich weiß. Aber es ist so spannend gerade. Für mich, denk dran, völlig blind. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Und es macht so Spaß. Boah, ich hatte Angst, dass wenn mich das Vieh gleich haut, das dann explodiert. Das wäre es ja auch gewesen. Das Gute ist, das Mistvieh wäre mit uns gestorben. Aber oh, Gott sei Dank habe ich hier alles sauber gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das nicht getan. Wäre ja ultra gefährlich gewesen. Wir sind da. Aber bin ich froh, wenn ich das dumme Ding jetzt da eingesetzt habe, echt. Ich muss es erst einsetzen. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja. Ich hab den Treibstoff. Und wo setze ich den ein? Oh nein, ich laufe jetzt die ganze Zeit mit dieser Treibstoffkapsel in diesem Haus rum. Hier oder was? Nein. Das ist nicht hier drin. Oh nein. Ist das in dem Raum, wo die Chimera ist, wo wir die Kapsel auch geholt haben? Weil hier ist nichts, das weiß ich. Hier ist gar nichts. Es kann auf so viele Arten schief gehen. Ihr ahnt es nicht. Aber ich ahne es. Okay, gleich links rüber jetzt. Von eurer Perspektive wahrscheinlich rechts, aber von der Steuerung links. Scheiße. Oh, ich bin gelaufen kurz. Jetzt bringt es auch nichts mehr. Ich bin schon schwer verletzt wieder. Ja, okay. Okay, jetzt reicht's. Ihr habt die Schnauze voll. Nein, das überlebst du nicht, du Mistvieh. Das verspreche ich dir. Jetzt bin ich sauer. Also jetzt hat mich das Vieh... Das ist das erste Vieh, das mich jetzt wirklich auf ganz anderem Level getriggert hat. Weil es einfach gar keine Ruhe gibt. Weil es alle anderen Chimeras haben sich so irgendwann gedacht, okay, warte mal, wir chillen oben. Wir können hier gut zusammen leben. Er haut uns sowieso mit der Pistole weg. Wir nerven ihn nicht. Alles gut. Jetzt darfst du beten, dass ich das da nicht reinlegen darf. Doch, darf ich. So. Jau. Jau. Verdammt. Ich kann mich nicht heilen. Verdammt. Okay. Haben wir denn noch Erste-Hilfe-Sprays? Ne, wir haben noch Kästen, sehr viele.
Dann noch ein Spray. Okay, wir nehmen den Erste-Hilfe-Kasten schnell. Komm, mach auf. Erste-Hilfe-Spray. Ja, super. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Kriegst du jetzt auf die Fresse? Also mich hat hier selten ein Gegner in diesem Spiel so provoziert wie diese kleine Mistchimera. Und die hole ich mir jetzt. Schau, dass du runterkommst. So. Und jetzt? War's das wert? Glücklich. Einfach glücklich. Das war so befriedigend gerade. Vor allem mit einem Hit. Wie schön war das? Voll in die Fresse. So ein Mist. Wie herrlich. Darf ich nämlich den ganzen Weg da nochmal hinterlatschen? Aber jetzt ist wenigstens Ruhe. Wir nehmen das Ding wieder mit. Die Kapsel. Ich glaube, hier war's. Gott, ich darf nicht laufen, mich jetzt fast wieder gemacht. Wir müssen da hinten lang. Hier, oder? Was hier? Nein. War weiter hinten. Genau. Hier setzen wir die ein, oder? Nein, auch nicht. Ach so. Okay. Läuft. Ich darf wieder laufen. Soll ich drauf schießen? Spaß. Ach so, hier kommt man gar nicht anders weiter. Dann gehen wir jetzt diesen Aufzug anschalten. Ich glaube, den Selbstzerstörungsmechanismus muss ich nicht aktivieren noch. Aber es ist jetzt nur geraten. Ich werde mir jetzt gleich sowas Leckeres zu essen kochen. Ihr habt gar keine Vorstellung. Meine geilen Nudeln mit meiner geilen Tomatensauce, die unübertroffen ist. Das verspreche ich euch. Ich freue mich so darauf, echt. Und dazu diesen geilen Tomatensalat. Oh, ich liebe es. Das ist absolut mein Lieblingsessen. Andere haben so Lieblingsgerichte, wisst ihr, übelst die krassen Sachen so. Oder auch Spaghetti Bolognese, der Standard. Nein, ohne Scheiß. Nudeln, am liebsten Fusilli. Oder Penne, normale mit Dingsi. Tomatensauce. Gute italienische Suppe. Geil. Wie komme ich eigentlich jetzt da drauf? Der Hauptaufzug hat genug Strom. Dann schalten wir noch kurz den Selbstzerstörungsmechanismus ein. Damit endet dann auch dieses Let's Plays. Nein, Spaß. Okay. Ich habe gerade wieder einen Versprecher gehabt, glaube ich. Also die sind heute echt on point, diese Versprecher. Also es ist ja... Es ist fantastisch. Ihr hört es, ich habe immer noch diese Allergie. Also wie lange sage ich euch das? Seit 25 Folgen ungefähr? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, weil ich so viel am Stück aufgenommen habe. Ich kann doch gar nicht sagen, in welcher Folge ich hier bin. Es kann sein, dass wir die 30 gereached haben und ich habe es gar nicht gemerkt. Okay, dann sind wir wieder hier. Wir haben den Hauptaufzug gemacht. Ja, und dann werden wir jetzt dann mit dem Aufzug fahren. Und gucken, was passiert. Vorher gucken wir jetzt mal,
nochmal Inventar durch hier. Wir haben Magnum. Wenn wir noch Magnum Munition haben, dann werde ich die hier jetzt nochmal auffüllen. Haben wir aber nicht. Doch, haben wir. Die Pistole hätte ich eigentlich hier gelassen, da die allerdings bei den Chimeras nochmal, wie ich finde, ordentlichen Damage gemacht hat. Okay, was ich hier lassen werde, ist das Pistolenmagazin. Das lassen wir hier. Weil es sind einfach 15 Safety-Schüsse, die ich habe. Und auf die verzichte ich echt ungern. Dann haben wir hier nochmal Magnum-Munition, die wir auch mitnehmen. Erste-Hilfe-Spray, jein, weiß ich jetzt nicht. Schrot ist leider sowieso leer. Granaten haben wir. Die nehmen wir mit. Wir nehmen den Granatwerfer mit, der schon 6 Schuss hat. Ich nehme jetzt ja alles mit, Alter. Weil ich weiß genau, dass hinter einer dieser Türen, wo wir jetzt dann durchgehen, richtig die Hölle los sein wird. Mit diesem Tyrant, den wir da schon gesehen haben. Ich habe euch diese Folge ziemlich das Ohr abgekaut. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich habe auf jeden Fall riesen Spaß, das Ganze hier zu machen. Wie gesagt, ich liebe es. Es macht so einen Spaß. Selbst wenn ich 0 Aufrufe hätte. Auch ihr könnt das, glaube ich, nicht ganz verstehen. Es würde mir... Es ist einfach so schön, was zu machen und zu wissen, da kann jemand drüber gucken, der Lust hat, das zu gucken und kann sich dann so austauschen mit einem, und das ist jetzt auch schon bei 2 Zuschauern von mir passiert, die sich ausgetauscht haben, die mich nicht mal gespoilert haben, sondern die mir einfach nur gesagt haben, hey, guck mal da und da nochmal drüber. Und das finde ich einfach ultra schön, und zu wissen, es gibt da jemanden, der guckt, das ist toll. Das macht mir einfach so Spaß. Ich will hiermit kein Geld verdienen. Das ist einfach wirklich nur mein Hobby, auf das ich ultra Bock habe wieder. Und ich habe es ja, wie gesagt, damals schon gemacht. Und jetzt labere ich euch aber hier nicht weiter zu, bevor ihr mir den Vogel zeigt. Guckt nachher Ghostwatchers. Wird gut. Bis zum nächsten Mal, Leute.